Moin aus dem winterlichen Schleswig-Holstein. Wie ihr seht, es hat hier endlich mal geschneit. Eine richtig heftig, richtig viel, so ungefähr ja guten Zentimeter. Hat auch gleich fast zum Verkehrschaos hier in Schleswig-Holstein geführt. Ja, wie das so ist. Ja, aber es sieht auch natürlich toll aus. Ich stehe hier am Strand in Eckernförde. Ist leicht weiß, der Sand ist hart gefroren. Aber die Ostsee ist natürlich eisfrei und die Sonne kommt raus. Ich glaube, es wird ein schöner Tag werden. Es soll mal hier richtig blauer Himmel kommen. Ja, ich bin jetzt hier, wie gesagt, in Eckernförde und habe heute eine kleine winterliche Tour vor. Ja, die habe ich schon am letzten Wochenende gemacht. Da dachte ich, wird nur graues Wetter. Da habe ich hier schon mal so ein bisschen gescoutet, wo man hier längs fahren kann. Ja, dann bin ich hier im Dreieck unterwegs gewesen. Eckernförde, Kiel, Bülke, Leuchtturm und dann an der Küste hier wieder zurück. Ja, hab gemerkt, eine sehr schöne Strecke, ja, und die werde ich heute noch mal richtig schön verfilmen, und dass natürlich auch noch ein bisschen Schnee liegt, das ist natürlich noch besser. Das werden ungefähr 60 Kilometer werden, ich werde hier losfahren, ich werde es aber so rumdrehen. Letztes Mal bin ich zuerst hier an der Steilküste gefahren, ja, und dann zurück übers Hinterland. Diesmal mache ich es andersrum, weil mache hier richtig schön blauer Himmel kommen soll. Werde ich also im Hinterland fahren, Richtung Kiel, bei Strande werde ich dann an die Kieler Förde stoßen, hoch zum Bülker Leuchtturm und dann, so gut es geht, hier an der Küste, an der Eckernförder Bucht entlang, hier wieder zurückfahren. Boah, ich weiß ja, was auf mich zukommt. Ja, der Ostseeküstenradweg führt von Eckernförde nach Kiel. Die Strecke, das ist ja eigentlich nur eine Hauptstraße. Man sagt ja sogar, das ist eigentlich das unschönste Stück überhaupt auf dem Ostseeküstenradweg. Ja, und dann werde ich mal gucken, ich weiß es ja eigentlich schon, wie die Pfade sind, so direkt an der Küste. Ja, es sind ein paar Treppen bei, sehr schmal, oh, steil, eigentlich fast nur Wanderwege, Wurzelschäden und alles, was dabei ist, eigentlich nicht so gut geeignet für Gepäck. Aber mit so einem Mountainbike, wie ich heute unterwegs sein werde, wird es so einigermaßen gehen, und ich werde es euch zeigen. Könnt ihr immer noch entscheiden, wenn ihr mal hier längs fährt, ob ihr da einen Abstecher runter macht. Also, ich hoffe, die Sonne kommt dann noch mal ordentlich raus heute. Also geht es jetzt erstmal wieder weg von der Eckernförder Bucht hier ins Hinterland. Ja, und dann komme ich auch noch in so ein kleines Naturschutzgebiet vorbei, bis ich dann irgendwann an Strande komme. Und dann habe ich nur noch mehr vor Augen. Also dann wünsche ich viel Spaß dabei. Ich habe jetzt die ersten 5 Kilometer hinter mir gebracht, das war an der Bundesstraße. Der Radweg war natürlich nicht gestreut, aber der Schnee war griffig, überhaupt nicht glatt, genauso wie hier auf dieser kleinen Straße. Ein bisschen muss man aufpassen, da wo die Autos immer längs fahren, da ist es ein bisschen ja, leicht vereist, da muss man doch an der Kante bleiben, aber im Schnee ist das gut. Das sieht alles schön aus, wenn die Sonne vielleicht nachher rauskommt, noch viel besser. Ich hoffe, die GoPro hält auch durch. Die Akkus mögen ja nicht so gerne diese Temperaturen, sind gerade minus 2 Grad. Ja, der erste hat schon leicht aufgegeben, habe ich gleich gewechselt. Habe ich drin in der Brusttasche, damit die warm bleiben, kann ich immer schnell tauschen. Ja, und dass sie wieder aufheizen, weil genug Akkus habe ich mit eigentlich. Aber diese Kälte
setzt ihn ein bisschen zu. Ach, sieht alles auch bei diesem bisschen Schnee eigentlich sehr toll aus. Ja, in Schleswig-Holstein sind wir mit wenig zufrieden. Jetzt geht es erstmal weiter hier hinten durch das sogenannte Schwedeneck, heißt es ja hier, dänischer Wald. Ja, auch schön, sehr hügelig hier, und ich komme auch gleich mal durch so ein kleines Naturschutzgebiet, so eine Art Moor ist das. Was ist auch immer mal wieder schön anzuschauen. Jetzt bin ich nach 19 Kilometern hier am kalten Hofer Moor angekommen. Ein kleines Naturschutzgebiet mitten hier drin im dänischen Wald. Ich werde jetzt hier gleich durchfahren. Hier stehe ich jetzt. Da soll ich rumfahren. Kenne ich ja schon von letzter Woche, aber da war es ohne Schnee. Ja, jetzt mit Schnee sieht das hier alles ganz anders aus. Und wenn man so wenig Schnee hat wie hier im Norden, dann ist das immer noch was ganz Besonderes. Und jetzt auch noch Sonne dazu. Ha, herrlich. Das macht Spaß. Ja. Wenn ich jetzt gleich durch bin, dann fahre ich Richtung Dänischen Hagen. Und dann geht es nach Strande und dann bin ich auch schon an der Kieler Förde. Bin jetzt durch dieses kleine, aber feine Naturschutzgebiet. Bin jetzt wieder auf der geräumten Straße. Ein Vorteil hat dann natürlich der Frost. Jetzt der Matsch da, war jetzt alles gefroren. Knüppelhart, konnte man sehr gut fahren. So, jetzt geht es immer noch weiter auf der Straße. Und jetzt beeile ich mich mal, dass ich jetzt langsam mal wieder an die Ostsee, an die Kieler Förde bei Strande komme. Jetzt habe ich es geschafft. Ich bin an der Kieler Förde angekommen, zwischen Strande und Bülker Leuchtturm, der gleich da vorne ist. Oh, herrlich. Ostsee wieder. Wunderbar bei diesem Wetter. Ja, man merkt,
Ja, 3-4 Grad wird die See haben. Hier taut es auch schon leicht alles wieder. Der Schnee ist hier am Strand auch schon wieder verschwunden. Nicht mehr viel zu sehen, aber trotzdem schön. Vielleicht kann man es ja sehen. Da drüben ist La Boe. Und ein großer Pott ist hier vor Anker gegangen. Echt toll. Ich habe jetzt 30 Kilometer hinter mir. Das waren die einfachen 30 Kilometer. 29 kommen jetzt. Und natürlich ist das hier jetzt ein gutes Plätzchen, um Pause zu machen. Ich werde erstmal noch ein paar Snacks zu mir nehmen, damit ich die Kraft habe, gleich ja, da an der Küste längs zu fahren. Dann wird das nämlich immer wieder hoch und runter gehen. Aber erstmal jetzt eine gepflegte Pause. Pause beendet. Jetzt geht es zu dem Bilker Leuchtturm. Ja, ich hatte mir auch schön warmes Getränk mitgenommen, einen Tee. Fahrt jetzt richtig gut, aber die Sonne verschwand und jetzt ist es wieder eisekalt. Aber das war zum Glück eine windstille Ecke. Naja, nur kommt der anstrengendere Teil immer an der Küste entlang, an der Steilküste. Ja, wird aber sehr, sehr schön werden. Bis hierhin war es echt noch ein schöner Radweg, aber leider ist die Erde schon leicht angetaut. Ein richtiger Schmierfilm, das ist richtig anstrengend. Die Räder drehen manchmal durch, wenn es ein bisschen ansteigt. Aber natürlich wunderschön hier, aber jetzt hört er auf. Also mit Gepäck wäre hier echt nur die Schluss, denn jetzt beginnt ein absolut schmales Stück. Teilweise nur so breit wie der Weg hier. Ach, das wäre echt zu schmal. Aber so mit dem Rad, da kommt man noch durch. Aber die Sonne kommt auch gleich wieder voll durch. Man sieht, der blaue Himmel kommt immer näher. Ganz in der Ferne kann man sogar das Ostseebad Damm erkennen. Der weiße Fleck an der Küste. Ach, das ist echt wieder tolles Wetter hier. Aber oh, so eine Brise kommt ja doch von der See. Aber richtig kalt ist sie auch nicht. Gerade eben, wo die Sonne weg war und man da gesessen hat, da ging das auch noch. Aber als man dann losfuhr, boah, das war kalt. Aber jetzt kommt die Sonne raus, da wird es auch wieder wärmer. Und ja, ungefähr, wie hoch ist die Küste? Vielleicht 15, 20 Meter geht es doch runter bis zum Strand. Aber sehr schön. Ich kenne den Weg ja schon. Jetzt muss ich erstmal das schmale Stück überbrücken. Und dann geht es noch weiter an dieser Küste. Thank you.
Boah, ich glaube auf den Bildern sieht das gar nicht so schlimm aus. Aber hier ging es jetzt ordentlich runter und wieder hier hoch. Ja, schieben war angesagt. Total schwierig, keine Chance. Oh, ja, das ist echt anstrengend gewesen. Leicht angetaut. Wahnsinn, was das mehr anstrengt. Ein wunderschöner Weg, aber anstrengend, wie gesagt. 6,5 Kilometer bin ich hier schon längst gefahren. Es geht immer noch so weiter. Eigentlich eintönig, aber irgendwie auch faszinierend. Jeder Meter hier. Wunderbar, jetzt hier in der Sonne. Aber auch nicht ganz ungefährlich hier an der Kante. Das ist echt, echt beeindruckend hier. Landschaft total geändert. Jetzt ist hier direkt ein Wäldchen am Meer, an der Steilküste. Ich glaube, ein Buchenwäldchen ist das hier. Aber es ist wunderschön. Es ist wieder totaler Kontrast zu vorher. Aber wow. Schöner Weg. Wenn man bedenkt, am Ostseeküstenradweg muss man an der Hauptstraße fahren. Und es gibt hier diesen Weg. Ja, ist sehr beschwerlich. Nicht einfach mit Gepäck wäre das. Aber ein Abstecher mal hier hin wäre auf jeden Fall lohnenswert, würde ich sagen. Ja, und da drüben sieht man jetzt die andere Küste von der Eckernförder Bucht. Da bin ich ja letztes Jahr. Mein Ostsee-Graveln habe ich da gemacht. Das ist da hinten einmal komplett längs. Ja, das war auch eine schöne Strecke, aber hier ist auch sehr, sehr schön. Muss ich echt sagen. Jetzt bin ich hier Höhe Campingplatz Suhrendorf, der sich da oben befindet. Da vorne ist gleich so eine Militärstation, die muss man ein bisschen umfahren und dann geht es wieder weiter an der Steilküste. Immer noch super Wetter, eigentlich gar nicht so kalt, man wird auch nicht warm. Ja, alles ist so schlupperig, da drehen die Räder durch, da strengt unheimlich an. Aber sehr, sehr schöner Tag heute. Für Winter wunderschön. Schade, dass er Schnee nicht mehr so viel vorhanden ist, aber so geht's auch. So kann man einen Wintertag auch verbringen. Ich mache hier an dieser Bank nochmal wieder eine kleine Pause. 18 Kilometer, 14.15 Uhr ist es jetzt. Oh, ganz locker angehen, die Sonne geht erst um 5 Uhr unter, also habe ich noch Zeit. Kann ich mich hier noch ein bisschen hinsetzen, einen Tee trinken, wieder ein paar Snacks zu mir nehmen und dann geht's wieder weiter.
Der Weg geht so weiter, hier direkt an der Küste. Oh, hier oben längs. Wunderbar, aber mit dem Fahrrad etwas schwierig. Da war gerade eine große Treppe, muss man hochtragen. Oh, aber mit leerem Fahrrad geht das ja auch. Ja. Gerade eben bin ich auch an einen Aufkleber vorbeigekommen vom NST. Wenn jemand weiß, was es ist, vielleicht weiß es einer. Ist vom Kanal Soul Trails. Der Soulboy ist hier nämlich den NST gewandert. Das ist vom nördlichsten Punkt Deutschlands zum südlichsten Punkt. Von Sylt bis nach Oberstdorf. Über 3000 Kilometer. Echt Wahnsinn. Ja. Als er hier durchgelaufen ist, hier ist nämlich der E1, den hat er verfolgt auf ein ganzes Stück. Ja, da war leider richtig, richtig schlechtes Wetter. Hat echt Pech gehabt, aber dafür habe ich heute Glück. Naja, ich kann es mir ja auch aussuchen. Wohne ja in der Nähe. Echt klasse. Ja, und irgendwie kalt ist es gar nicht mehr so richtig. Die Sonne hat schon leicht Kraft. Naja, wir haben ja auch schon Ende Januar. Da ist sie schon wieder ein bisschen höher. Naja, es geht erstmal wieder weiter. Ja, und jetzt kann man hier noch sagen, eine Drohne oder sowas braucht man hier nicht steigen lassen. Die ganze Küste hier ist ein Naturschutzgebiet oder zum Teil sogar auch ein militärisches Flugsperrgebiet. Also hier braucht man sie nicht mitnehmen. Aber von hier oben hat man ja trotzdem, man ist ja oben. Super Aussicht. Ah, das war doch schon wieder ein wunderschöner Abschnitt hier. Ich bin jetzt auf Höhe des Campingplatzes Grünwald. Ja, da muss ich leider abbiegen. Da gibt es keinen Weg an der Küste, zumindest nicht fahrradtauglich. Das sind bis zum nächsten Campingplatz, wo man wieder rankommt. 5-6 Kilometer, aber nur am Strand. Das wäre nur schieben, das mache ich nicht. Da fahre ich hoch zur Straße, zum Ostseeküstenradweg, folge ein Stück und dann biege ich wieder ab zum Campingplatz. Ja, es ist immer noch anstrengend, es geht hoch und runter, man glaubt das gar nicht. Und dann immer noch dieses Schmiere, oh, das ist doppelt anstrengend, aber wow, auch hier im Winter. Wunderschön, also das ist bei dem Wetter jetzt, kommt die Sonne voll durch, während ein bisschen, echt klasse. Ah, grandios, so schön kann Winter sein. Auch, ja, wenn der Schnee schon wieder weg ist. Bin ich wieder hier an der Eckernförderbucht angekommen, beim Campingplatz Lindhöft. Eigentlich darf man da nicht rüber, aber zurzeit ist er geschlossen.
Da kann man wohl jetzt ein bisschen durchfahren, niemand da. Oh, da hinten ist ja schon Eckernförde zu sehen. 7,5 Kilometer nur noch. Aber jetzt geht noch mal ein schönes Stück. Noch mal an der Küste. Küstenwald kommt da noch. Also es bleibt weiterhin schön hier. Oh, 3:30. Also zeitlich alles in Ordnung. Und es macht sehr viel Spaß. Aber der Weg gerade eben, ja, es ist nicht der schönste Abschnitt des Ostseeküstenradwegs. An einer Stelle können wir ein bisschen Ostsee sehen. Sowas ist doch viel, viel schöner. Wow, wieder ein so ein schöner Streckenabschnitt hier. Etwas huppelig, auch schon ein paar Sandlöcher gewesen. Aber jetzt hat man einen schönen Blick Richtung Eckernförde in den Hafen auch. Ganz da hinten, ganz klein. Jetzt geht es nochmal hier an der Küste entlang, am Wald oben längs. Ja, und dann bin ich auch schon da. Es ist nicht mehr weit, aber ich schätze mal noch so ein bisschen hoch und runter wird es gehen. Und was ich hier auch zum ersten Mal gesehen habe, ist echt witzig. Einen mautpflichtigen Reitweg. Also habt ihr sowas schon mal gesehen? Ist echt komisch. Es gibt alles. Es gibt wirklich alles. Auch hier wieder ein toller Weg hier durch den Wald an der Steilküste entlang. Die Angler sind auch unterwegs heute bei dem tollen Wetter. Die sind wahrscheinlich auf dem Fisch der 1000 Würfe, eine Mellforelle aus. Das heute klappt, aber bei dem Wetter echt toll hier. Ein tolles Plätzchen hier, eine tolle Sicht. Eckernförde kommt immer näher. Ja, gleich bin ich da. Jetzt bin ich gleich am Ausgangspunkt wieder angekommen. Da unten ist es, da unten ist der Strand, wo ich gestartet bin. Ja, ein schöner Tag. Ja, ich bin hier an einem Begräbniswald durchgekommen, jetzt hier zum Schluss. Da sollte man sein Rad schieben. War eine tolle Einrichtung. Hier kann man seine Urne bestatten lassen. Und ja, direkt an der Ostsee hier. Wow.
Echt eine tolle Einrichtung. Boah, der Tag war auch sehr toll. Boah, sehr schön. Bisschen Schnee dabei. Echt viel Sonne zum Schluss jetzt. Aber jetzt wird es wieder kalt. Die Sonne geht auch bald unter. Boah, aber es war echt toll. Ich wusste, was auf mich zukommt. Aber so ein bisschen mehr mit Schnee und so war es ja noch schöner. Boah, eine tolle Strecke. Ja, nicht ganz einfach, würde ich wieder sagen. Mit Gravelbike oder mit einem Mountainbike, wie ich es heute gemacht habe, ist es auf jeden Fall machbar. Vielleicht noch mit ein bisschen Gepäck, aber ein richtiges Reiserad, also braucht man gar nicht probieren. Es geht hier über Stock und Stein, ja, es hat echt keinen Zweck, die Hauptstraße am Ostseeküstenradweg ja, zu entweichen. Ja, das tut mir leid, ja, aber wer es unbedingt machen würde, der muss sich darauf einstellen, vielleicht auch mal zu schieben, was man jetzt auch mal musste. Da war mal ein Sandloch oder mal ein Baum lag im Weg oder eine steile Stufe runter. Kleine Treppe, aber es war echt toll. Es ist machbar und ich werde bestimmt noch mal wiederkommen. Andere Jahreszeit, vielleicht im Frühjahr, wenn der Raps blüht, auch toll. Oder im Sommer, wenn man sogar baden kann oder im Herbst, wenn die goldenen Blätter bei Sonnenschein hier glänzen. Die Ostsee dahinter ist, also es ist zu jeder Jahreszeit schön, wie man auch sieht, auch im Winter. Ach, es war echt, echt toll. Waren jetzt ungefähr ja, fast 60 Kilometer, sind etliche Höhenmeter zusammengekommen. Ja, man soll nicht ganz unterschätzen, wie das hier hoch und runter geht. Aber es war richtig toll. Es war ein schöner Tag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann bis zum nächsten Mal und danke fürs Anschauen. Moin, moin und auf jeden Fall bleibt bitte gesund.